Deutschlands Bauwirtschaft ist weiterhin sehr kleinteilig geprägt. Große Konzerne wie Philipp Holzmann oder Wildfinger zum Beispiel sind vom Markt fast verschwunden. Ist es angesichts Ihrer Meinung nach dieser Marktlage realistisch, dass wir hierzulande mehr partnerschaftliche Projekte sehen werden? Ja, durchaus. Also ich bin fest davon überzeugt, dass den partnerschaftlichen Projekten die Zukunft gehört. Wir stellen heute fest, es gibt einen Wettbewerb, aber nicht mehr den Wettbewerb unter den Anbietern, sondern einen Wettbewerb unter den Bauherren. Und zwar um Ressourcen, um Kapazitäten bei den Baufirmen. Und wir als Bauunternehmen, ja, wir entscheiden ganz klar nach Attraktivität eines Projektes und eines Kunden, ob wir für den bauen wollen. Und da spielt der Preis sicherlich eine Rolle, aber nur eine untergeordnete Rolle. Die Frage ist, wie kompliziert ist der Kunde, wie partnerschaftlich ist er uns gegenüber aufgestellt, wie fair ist das miteinander? Und das sind eigentlich für uns die entscheidenden Kriterien. Und ich bin sicher, Unternehmen aus dem Mittelstand sind dafür genau richtig aufgestellt. Wenn Sie jetzt schauen auf den Markt, welche Rolle spielt der deutsche Markt für auch das Wachstum von Goldbeck? Schauen Sie eher so ein bisschen auch schon über die Grenzen hinaus? Also die Marktpotenziale in Deutschland sind noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Wenn wir uns die Aufträge der öffentlichen Hand anschauen, zum Beispiel den Schulbau, da sind so ein großer Bedarf an Schulen, die in den nächsten Jahren kommt. Sehen wir hier nach Berlin oder bei uns aus der Stadt Köln, wo ich herkomme, werden 40, 50 Schulprojekte in den nächsten Jahren aufgelegt. Und das heißt, dieser Markt ist gigantisch groß. Aber Sie haben recht, wir schauen als Unternehmen auch ins europäische Ausland. Wir sind in Osteuropa, Nordeuropa aktiv und auch in Südeuropa, weil wir feststellen, das, wofür unser Unternehmen steht, für elementiertes und systematisiertes Bauen, wird immer stärker nachgefragt und kosteneffizientes Bauen, was ja auch heute Thema der Veranstaltung war, dringt immer mehr in den Fokus. Und nur schön bauen, das langt nicht, sondern es muss auch im Termin und in den Kosten realisiert werden.